Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Wir reisen erneut in die Kampffelsengalaxie, diesmal um Luigi zu retten. Los geht's! Riesenfestung aufgetaucht. Ja, das sollte ja nicht ganz so schwer werden. Ich denke, er hockt unterhalb des Sterns, genau. Ja, wobei, wir können ja, bevor wir loslaufen, nochmal kurz auf das Foto draufschauen. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Genau, also hier unten hockt er und da oben ist der Stern. Gut! Na dann, auf zum Ende der Strecke. Das könnte jetzt nur ein bisschen dröge werden, denn wir müssen ja gleich auf so einer Plattform stehen bleiben, die sich automatisch bewegt. Und die bewegt sich ja relativ langsam, glaube ich, ne? Naja. Was muss, das muss. Was man nicht alles für seinen Bruder tut, ne? So, da oben ist die Plattform. Genau, die müssen wir noch aktivieren. So war das doch, ne? Genau. So, und ab jetzt heißt es warten. Du-di-du-di-dum. Ich würde übrigens vorschlagen, wenn wir den Stern hier eingesackt haben, dann gehen wir zu dem Gourmet-Luma, der neben dem Schlafzimmer aufgetaucht ist. Dann schnappen wir uns seinen Stern und dann gehen wir zurück ins Schlafzimmer und machen da weiter. Du-di-du-di-du-di-dum. Ja, das Schöne ist, wir können noch ein paar Sternteile sammeln. Hey! Hallo? So, ich glaube, das war's, ne? Nee, geht noch ein bisschen weiter. Mann, 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 Mann. Ist die Plattform langsam? Nice! Hallöchen! Hey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt macht mich hier so ein Galumba fertig. Wollte eigentlich nur eine Münze haben. Ist manchmal nicht so leicht. So, ist denn Luigi da unten? Ja, sehr schön. So, hilfe mir doch jemand. Ja, ja, bin ja dabei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie einen Kugelwilli da runterkriegen. Die spawnen da vorne, ne? Genau. Los, kommt mal hierher jetzt. Zack, zack. Ja, ich wollte eigentlich erst diesen Käfig hier kaputt machen. Hat ja fantastisch funktioniert. Los jetzt. Mach mal das, was ich möchte. So, okay. Mal gucken, ob wir das direkt hinkriegen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Und Luigi, hallöchen. Ich wäre beinahe erstickt hier drin. Also, Bruderherz, du hättest ruhig früher kommen können, ne? Ja, ja, du willst den Powerstern? Richte Rosalina aus, dass ich ihn gefunden habe, ne? Oh, danke schön, Luigi. Ja, ja, werde ich ihr sagen, natürlich. Sehr schön, das war Stern Nummer 56. Ja, speichern tun wir natürlich auch. Ja, und dann geht's auch schon zum Gourmet-Luma. Wo hockt der denn? Irgendwo an der Seite, ne?
Genau da. Hoffentlich will der nicht ganz so viele Sternteile futtern. Lalala, lalala, hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, ganz viele davon. Lalalalalalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 800 esse, verwandle ich mich. Oh, ja, 800 sollst du haben. Ja, wobei, es sind schon ganz schön viele. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen, Verwandlung. Oh, die sind so niedlich. Ach, ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber die sind wirklich so sweet. So, was haben wir denn da? Die Fischtunnelgalaxie, goldener Köder des Urfischplaneten. Oha. Klingt ja gruselig. Oh, ja, das ist ein Fisch auf jeden Fall. Der Urfisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Stern in der Truhe ist. Kann das sein? Ach so, die kann ich so nicht öffnen, ne? Natürlich nicht. Die Truhe öffnet sich für den leuchtenden Panzer. Hey, was machst du denn hier? Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Ah, okay, da muss man runtertauchen. Ach, deswegen ist der Koopa hier, oder was? Ach ja. Damit wir ein bisschen komfortabler schwimmen können. Ach, jetzt kommt wieder diese komische Unterwassersteuerung. Jo, was gibt es hier zu tun? Ah, da oben habe ich schon das Leuchten sehen. Okay, erstmal Fragmente sammeln. Ein Klassiker in diesem Spiel. Oh, alter Schwede. Super gruselig. Oh, nein. Oh, nein. Ach so, ich habe ihn besiegt. Ja gut, dann ist alles in Ordnung. War da nur einer oder waren da mehrere? Na egal. Ah, okay, jetzt kommt man nach oben und dann kommt man wahrscheinlich zu dem leuchtenden Gedöns. Boah, Mario, schwimm jetzt! So, und? Ach, okay, das ist ein... Ach so, ein leuchtender Panzer. Ein leuchtender Panzer für eine leuchtende Truhe. Hä, wo ist denn der Rückweg? Ach, da. Oh Gott, diese Steuerung. Holy moly, alles voll mit... Oh, mit Geistern. Aber ich glaube, wir haben es schon geschafft. Hey, das ging ja rucki-zucki. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Hey! Och nein, Hallöchen! Puh, ich wäre beinahe erstickt. Oh, wie grausam. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstern aufheben. Da ist er in diese Schatztruhe gefallen. Es war furchtbar. Na jedenfalls, nimmst du bitte den Powerstern, den ich gefunden habe? Ja, sicher! Oh, Captain Toad. Ihr bitte einen Powerstern. Dankeschön, mein Kleiner. Mensch, das geht ja flott heute. Stern Nummer 57. Galaxie komplett. Bald haben wir die Hälfte schon. Wir werden in diesem Let's Play ja 120 Sterne suchen. Jo, zurück ins Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist hier. Ja, mach die Lumas.
So, was gibt es hier noch zu tun? Wir brauchen noch einen Stern. Von der Sandinselgalaxie. Und zwar die Riesenfalle in der Wüste. Klingt furchtbar. Die Riesenfalle. Aha, okay, okay, okay. Irgendwas auf Zeit auf jeden Fall mit einem Schalter. Willkommen in der Galaxie. So, und jetzt? Ach so. Sehr schön, das Flughühnchen ist auch wieder da. Wieder da, meine ich. Ja Mensch, das dreht ja vollkommen am Rad. Ist doch alles gut. Ja, so, 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 so. Ah, okay, da können wir weiterfliegen. Da unten war der Powerstern und jetzt... Okay, ach, jetzt muss man hier die Fragmente sammeln, oder was? Okay, okay, okay. Oh, da hätten wir den Panzer gebraucht. Da ist mit Sicherheit ein Fragment in der Truhe. Aber wo ist denn das letzte? Da muss ja noch irgendwo eins sein. Vielleicht ganz oben? Wenigstens darf ich die Kamera drehen. Habe ich da gerade noch was gesehen? Nee, da ist nur die Truhe. Hä, wo ist denn noch so? Ach, da! Okay, okay, okay. Alles gut! Jetzt ist die Frage, kann ich mich oben runterfallen lassen mit dem Cooper-Panzer zusammen? Das wäre natürlich ganz geil. Ach, Kamera, dreh dich doch mal ein bisschen, bitte. Wo ist denn jetzt die Truhe? Oh nein! Ach, die Kamera, die ist so blöde. Okay, da links war die Truhe. Okay, sehr schön. Das hat funktioniert. Nice! Ach, das war's noch gar nicht. Wie geht's denn hier weiter? Okay. Naja, ich lass mich überraschen. Oh, eine Krabbe. Hallöchen! Du bist ja niedlich. Bist du wichtig? Muss ich dich killen oder so? Nö, ist egal. Okidoki! Geht's jetzt zum Powerstern? Immer noch nicht! Was ist denn los? Erstmal bringt uns der Poki um. Oh nein! Er macht's tatsächlich. Ach egal, dann besiege ich den halt nicht. Ich glaube, ich muss den auch gar nicht besiegen, ne? Nö. Anscheinend irrelevant. So, der Pfeil zeigt nach oben. Hä? Ach, ich würde so gerne die Kamera drehen. Bin dezent verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oder muss man doch den Poki erledigen? Ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist aber gar nicht so leicht, durch den Sand natürlich. Ey, hallo? Das riecht mich so auf.
Okay, also keine Ahnung, den kann ich nicht erledigen. Hey, wo muss ich denn hier hin? Ja, wobei doch, ich muss den killen können. Hey, aber ich habe jetzt genau vor ihm gespinnt und trotzdem... Trotzdem hat er keinen Schaden gekriegt. Hä, wie besiegt man den denn? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert gerade? Was mache ich denn hier falsch? Aber auf ihn draufstampfen oder so kann ich auch nicht. Er bleibt nicht lange genug liegen. Ach, oder muss man so eine Kugel mit nach oben nehmen? Nee, ne? Oder, ah, doch! Ah, okay. Die kann man da hochkicken. Ey, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Deswegen kann man auch hier runter. Leute, alles macht plötzlich Sinn. Trotzdem super schwer. Holy moly, ich hab's. Alter Schwede, hat das lange gedauert. Okay, Leute. Alles gut. Wir kriegen das schon noch hin. Kriege ich jetzt endlich den Stern? Nein, immer noch nicht. Er wird mir null vor die Nase gehalten hier. Super, vielen Dank. Ja, vor allen Dingen hätte ich ganz gerne mal eine Münze, damit dieses Düdüm, Düdüm aufhört. Komm schon, Münze, bitte, bitte, bitte. Nein, ich will eine Münze haben. Ich krieg die Pimpanellen hier. Ach Quatsch. Oh nein. Oh Gott, wieso? Wieso sowas? Okay, okay, okay. Ein bisschen konzentrieren. Ja, wenigstens gibt es hier keine Gegner oder so. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alter Schwede, der Powerstern. Boah. Die Riesenfalle in der Wüste. Mensch, das war ja was. Hey! Im Bilderbuch gibt es neue Kapitel. Ich glaube, 2 Stück insgesamt schon. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, ne? Mal wieder so ein bisschen im Bilderbuch schmökern. Bei 2 Kapiteln lohnt sich das durchaus, dahin zu gehen. Außerdem darf ich hier wenigstens meine Kamera drehen. Oh, das ist so süß. Let us begin. Dann lasst uns beginnen. Das 6. Kapitel. Freunde. Es geschah eines Tages. Als sie den nach Aprikosen duftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten, kam ein kleiner aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. Nanu, bist du auch ein Sternkind? Fragte das Mädchen, hoch erfreut über den plötzlichen Besuch. Aber Luma schien etwas besorgt. Der herabgestiegene Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem er wohnte. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber auch nicht, sondern starrten sich regungslos an. Das ist meine Mama. Als Luma das plötzlich aussprach, wiederholte der aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz. Das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum
und keiner wollte aufgeben. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen dies über die Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von dem aprikosenfarbenen Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma. Rosafarbene, blaue, orange, gelbe und auch grüne. Das ist meine Mama, das ist meine Mama, das ist meine Mama. Wie die zahlreichen Luma so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. Was mache ich bloß mit so vielen Kindern? Die Luma betrachteten verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, okay, dann will ich mal jedem von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma Namen zu geben, ist es Zeit, in das neue Haus umzuziehen, dachte das Mädchen. Oh, was für eine süße Geschichte. Das 7. Kapitel, das Teleskop. Als der 100. Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, ob der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blau erstrahlt? Plötzlich erinnerte es sich an Papas Teleskop. Ach, Wortfindungsstörung heute. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternenstaub. Als das Mädchen den Stern sah, dachte es, seltsam, er ist so fern und doch fühlt es sich so nah an. Als es das Teleskop mit einem Ruck neu einstellte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich war ein Hügel zu sehen. Diese Landschaft rief Erinnerungen wach. Eine Terrasse, um die Sterne zu beobachten. Das war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Dieser Hügel, auf den es sich nachts, sich die schläfrigen Augen reibend aufgemacht hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf den es an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, mit seinem Bruder den Schlitten über der Schulter geklettert war. Dieser Hügel, auf dem es an einem sonnigen, aber etwas windigen Tag mit Mama ein Picknick gemacht hatte. Und? Ich will heim, ich will heim! Die Luma wussten nicht, was vorgefallen war und standen dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte zu weinen, ratlos gegenüber. Ich will heim, ich will heim, ich will heim in mein Haus, das am Fuße dieses Hügels ist, rief das Mädchen mit Tränen überströmtem Gesicht. Ich habe es gewusst, Mama ist nicht in der Welt der Sterne, denn Mama ist... Sie schläft doch unter dem Baum auf diesem Hügel. Nachdem das Echo des Schreis des Mädchens verhallt war, wurde es totenstill in der Umgebung, als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre. Oh, wie traurig. Das reicht für heute. Dem stimme ich zu. Liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn's weitergeht mit Let's Play Super Mario Galaxy. Euer Huxel, ciao.